Alter, was geht ab, Leute, Hunge? Mit einem weiteren Teil von der neuen Serie, von der neuen Reihe. Schaut dieses Video bevor... Ich habe es gestern leider verplant. Dementsprechend seht ihr, wie wichtig diese Reihe ist. Denn selbst wenn ich es vergesse, sind diese Infos echt interessant und wichtig. Und zwar hätte ich gestern Abend noch ein Video hochladen sollen mit schaut dieses Video bevor Freitag. Denn Freitag um 8 Uhr, also heute Morgen, hat das neue Event angefangen. Es gibt Shiny Riolu, Shiny Hypopotas. Vor allem Shiny Riolu ist interessant und den gibt es nur in den 7ern. Hypopotas gibt es noch wild und in Raids und aus der Quest, also das ist nicht so schlimm. Aber Shiny Riolu, begrenzte Chancen, denn 7er Eier gibt es nur aus Geschenken und Geschenke kann man nur 20 am Tag öffnen. Dementsprechend hätte ich eigentlich gestern Abend noch ein Video machen sollen mit schaut dieses Video vor Freitag, bevor das Event anfängt. Denn viele Leute machen direkt um 0:01 Geschenke auf und da hat das Event noch gar nicht angefangen. Die hätten nämlich warten sollen bis 8 Uhr. Und wenn das Event dann anfängt, dann kann man Geschenke aufmachen und dann kriegt man auch 7 Eier. Und in den 7 Eiern wäre möglicherweise Riolu drin. Denn, das fragen mich auch sehr viele, alle Eier, die ihr während des Events bekommt, die können potenziell Shiny Riolu haben. Alle Eier, die ihr davor schon habt, da kann nichts drin sein. Alle Eier, die ihr danach bekommt, da kann nichts drin sein. Aber alle Eier, die ihr schon habt, aber irgendwann später erst öffnet, nachdem das Event vorbei ist, da kann das Shiny Riolu noch drin sein. Und wann ihr die Geschenke bekommt, ist egal. Ist es ein altes Geschenk, ist es ein neues Geschenk, das ist egal. Das Geschenk müsst ihr nur während des Eventzeitraums öffnen und offensichtlich ein Ei daraus bekommen. Und dieses Ei kann dann Shiny Riolu haben. Und natürlich Shiny Hypopotas und dies, das. Und für dieses Event sind auch wieder, ich hasse diesen Bonus, potenziell 2 Eier drinnen pro Geschenk. Das heißt, die Info für euch jetzt, auch wenn ich die andere Info verplant habe, keine Angst, Ende des Events erinnere ich euch wieder dran. Da kommt dann wieder so eine Ankündigung. Aber passt auf beim Geschenke öffnen, wenn ihr könnt, versucht immer mindestens 2 Plätze frei zu haben, denn es gibt potenziell 2 Eier aus dem Geschenk. Das heißt, wir können mit Glück 40 7er-Eier bekommen. Und das heißt 40 Chancen auf Shiny Riolu, denn das Event geht nur bis Montag. Das heißt, sehr begrenzt, also nur heute, also 4 Tage. Also maximal 80 Chancen auf Riolu. Und wenn ihr da nicht aufpasst, da ist eigentlich jede Chance sehr wichtig. Und wenn ihr da immer nur einen freien Platz habt und dann ein Geschenk öffnet für ein Ei und dann immer halt nur eins füllt, habt ihr sozusagen die Hälfte der Chancen verpasst. Also passt drauf auf und versucht immer mehr als einen Platz zu haben, falls es geht, und gönnt euch ein paar 7 Eier. Das war es auf jeden Fall von mir. Ich war auch schon draußen unterwegs auf Kommandantjagd und so weiter und so fort, habe das Event genutzt. Video seht ihr heute Abend auch noch, das schneide ich direkt heute Abend noch. Also das schneide ich jetzt und heute Abend seht ihr das. Viel Spaß beim Event, das war es von mir. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.